Das sind Nachrichten vom Samstag, 17. Oktober auf Tele Oberwallis, und das sind unsere Schwerpunkte. China im Mittelpunkt von der zweiten aussenpolitischen Herbsttagung. Neuschnee mit Eis in Oberwalliser Bergen und Sieg für den FC Raro in der zweiten Liga. Flott hat er eingeschaltet. China steht im Mittelpunkt von der zweiten aussenpolitischen Herbsttagung zu Grächow. Mit dem Generalkonsul Lil Xiaosi und der Altbundesrätin Elisabeth Kopp hat Grächow hochkarätige Gäste empfangen. Noch bis am Sonntag diskutiert man in verschiedenen Zusammensetzungen über die Beziehung zwischen China und der Schweiz. Der Li Xiaosi ist an allen drei Tagen mit dabei und ist euch am Sonntag als Gast von der Griechner Jungbürger 4 eingeladen. Im Berg hat es in der Nacht auf den Samstag wieder geschneit. In Tagus hat sich die Schneemenge sogar mega verdoppelt. Vor allem im östlichen Alpenraum hat es zwischen 10 und 20 cm Neuschnee gegeben. Im Wallis war die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1100 Meter. Verschiedene Alpenpässe haben wir wegen Verbot auf dem Winter müssen für den Verkehr sperren. Zum Fußball. In der zweiten Liga gewinnt der FC Raro sein Auswärtsspiel gegen Saxonsport mit 2:1. Der Fabian Kenzelmann war da dabei mit seinen 2 Goal der Matchwinner. Ein Anschlusstreffer für Saxo, da haben die Rarner erst in der Nachspielzeit müssen in Kauf nehmen. Weniger erfolgreich war der FC Brieg. Sie haben das Heimspiel gegen Conte klar mit 1:4 verloren und damit sind die Brieger seit 5 Runden ohne Sieg. Was wir zurzeit wetterlich erleben, das ist ja tatsächlich Herbst pur, aber es soll wieder milder kommen. Ab wann genau? Wir verraten es jetzt im Walliswetter. So sieht der Herbst im Oberwallis zurzeit aus. Grau, kalt und trist, und das nicht nur an Seischul, wie wir es hier gerade auf dem Foto fein sehen. Am Sonntag soll es aber dann eine ganz kleine Wetterbesserung geben. Vor allem in Seitentälern ist es aber am Morgen noch ganz leicht bewölkt. Am Nachmittag tut es aber mehrheitlich auf und wir bekommen relativ viel Sonnenstrahlen. Die Temperaturen, die bleiben kiel. Am frischesten ist es am Sonntag in der Region Aletsch mit bis zu 3 Grad. In Destination Ugrecho, Leukerbad, Saastal, Simplodorf, aber auch in Zermatt im Gomsen Zletschen gibt es also zwischen 4 und 6 Grad. Bis auf die 10 Grad mag das Thermometer nur mal im Rhonetal klettern. Am Montag kommt eine wärmere Luft, vor allem von Spanien bis in die Schweiz. Und ihr seht, der Wochenstart, der kommt nicht nur recht freundlich, sondern euch ein bisschen wärmer. Heisst also, heute gibt es zumindest noch eine kühle Nacht. Trotzdem wünsche ich euch viel Spass, einen schönen Abend. Geniesst noch das Wochenende. Bis zum nächsten Mal.